Hallo Leute und welcome back to another video. Wir sitzen heute hier bei mir am Fenster, weil das dieses Mal kein Vlog wird. Es wird ein Get Ready With Me, weil ich dachte, ich zeige euch einfach mal meine Make-up-Routine, also meine Daily Make-up-Routine. Das, was ich eigentlich fast jeden Tag mache. Also ich schminke mich nicht jeden Tag, aber wenn ich mich schminke, mache ich das. Mache ich sogar für Shootings. Eigentlich immer irgendwie das Gleiche. Und weil mich da öfter immer Leute fragen, wie ich mich schminke, dachte ich, mache ich das einfach. Und ich habe auch gerade ein Fragesticker in meine Story gepostet, weil ich dachte, ich kombiniere das auch ein bisschen mit so einem Q&A, damit es doch so ein bisschen mehr spicy wird und vielleicht auch interessanter anzugucken, weil ich liebe solche Videos, wenn man das mit einem Q&A verbindet. Ich habe mir ein Isoclear Green Tea Honey gemacht. Das ist nämlich auch gerade noch morgens. Ich war gerade auf meinem Morning Walk, mich abgefrühstückt, mich fertig gemacht und jetzt trinke ich mein Morning Isoclear. Ihr wisst Bescheid. Ja, let's go! Als erstes natürlich darf die Krone nicht fehlen, so wie Jared und ich sie nennen, den Haarreif. Zack, damit die Haare auch nicht ins Gesicht fallen. Ach, es ist ja immer so ein Vibe. Ich liebe diesen Haarreif. Ich verlinke euch den auch nochmal in den Shownotes, wollte ich gerade sagen. Wir sind nicht beim Podcast. In der Videobeschreibung. Ich habe meine Skincare nämlich auch noch nicht gemacht, weil ich finde, das gehört irgendwie mit dazu. Ich finde, Skincare ist eigentlich mit das Wichtigste, weil wenn die Skincare nicht stimmt, sieht man so crusty dusty aus irgendwie. I don't like it. Deswegen wollte ich euch das auch einmal zeigen, was ich halt, wie ich mein Skin preppe. Das ist das Serum, das Hyaluron-Serum, was ich immer benutze. Ich habe so eine Riesenflasche bestellt, weil André und ich uns die teilen. Also wir benutzen die zu zweit. Ich verlinke euch einfach alles, was man online bestellen kann, was ich in diesem Video verwende, in der Videobeschreibung, würde ich sagen. Genau, mit dem Serum fangen wir an. So. Leute, ich bin gerade dabei, mir eine neue Routine oder beziehungsweise neue Routinen aufzubauen und noch so neue Sachen mit in meine Routine einzuintegrieren. Und mir ist das momentan, also ich merke momentan, dass mir das richtig wichtig ist, morgens, wenn ich aufstehe, direkt mich zu bewegen und auch rauszugehen an die frische Luft. Ich bin ja sonst immer so einmal die Woche laufen gegangen. Ich gehe jetzt gerade aktuell in der Woche zweimal und am Wochenende, also dreimal insgesamt. Und ich mache das direkt nach dem Aufstehen, gehe ich laufen. Mache danach Yoga, also ein bisschen Stretching und ja, also entweder halt direkt ins Gym oder laufen Yoga. Und freitags, also heute ist Freitag, heute habe ich einen Morning Walk gemacht, einen ganz langen. Das tut super, super gut und ja, I will continue to do that. Das Ding ist, ich hasse es aufzustehen. Also dieser Moment, wenn der Wecker klingelt und du weißt, du musst jetzt aufstehen. Dieser Moment, das ist so schlimm. Es ist immer so, oh nein. Aber wenn man dann aufgestanden ist und spätestens, wenn man sich ein bisschen Wasser ins Gesicht gemacht hat, ist alles gut. Oder wenn man draußen direkt an der frischen Luft ist, ist alles gut. Und dann ist man so happy, dass man es gemacht hat. Also einfach als Reminder, wenn ihr das schon länger im Kopf habt und auch vielleicht mal früher aufstehen wollt, um einfach am Tag mehr zu schaffen oder einfach einen schöneren Start in den Tag zu haben mit weniger Stress, mehr Ruhe. I'm gonna encourage you to just do it. Just do it. Denkt einfach an den Spruch von Nike. Just do it. Nicht drüber nachdenken, einfach machen. Einfach mal herausfinden, wie das ist. And I bet you are gonna be feeling amazing. Oh mein Gott, Leute, ich rede so viel Denglisch. I'm so sorry. Wir machen weiter mit der Skincare. CeraVe. Das ist gerade so mein, also diese Feuchtigkeitslotion. Die benutze ich für den Körper und auch fürs Gesicht. Ja, damit creme ich mich ordentlich ein, dass das Gesicht so richtig schön dewy aussieht. Also so richtig schön moisturized und hydrated. So, und jetzt ist unser Skin ready. Man sieht schon so ein bisschen, also diesen Glow sieht man schon, finde ich. Jetzt geht's los mit dem Make-up. Vorweg will ich nochmal sagen, ich bin kein Make-up-Pro. Ich war es noch nie. Ich habe
früher so oft so Make-up-Tutorials angeschaut und wollte so gerne das können, so richtig so ein Full-Glam, Full-Face-of-Make-up machen. Ich habe das so oft auch probiert. Leute, es sah nicht gut aus. Kann natürlich auch sein, dass ich es einfach falsch gemacht habe und da einfach nicht so, ja, gut drinne bin. Aber ich habe mich selber nicht wohl gefühlt mit so einem Full-Face-of-Make-up, weil ich das nicht so mag, wenn man das erstmal sieht und auch spürt, dass man so zugekleistert ist. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch hat sich bei mir irgendwie so eine Make-up-Routine entwickelt, die sehr natürlich ist. Also man sieht so, glaube ich, nur so einen ganz kleinen Unterschied, aber I love it. Ist einfach nur so fresh, sieht man aus, finde ich. So, es geht los. Ich benutze, wenn ich irgendwie einen Pickel haben sollte oder so eine rötliche Stelle oder so, dann benutze ich aktuell den Concealer hier von Manhattan. Ich habe jetzt hier zum Beispiel was und hier. Und dann, also nicht wundern, ich gucke hier hin, weil ich habe hier meinen Spiegel stehen. Und das tupfe ich dann mit dem Finger einfach so ein, dass das leicht abgedeckt ist. Also der hat jetzt nicht so Fat Coverage, also man sieht das noch, nur nicht so dieses Rötliche ist halt weg. Das ist dann nicht mehr so in your face, diese Stellen. Und dann fange ich an, mein Gesicht zu konturen mit dem Bronzer von Catrice. Den habe ich schon seit Jahren. Schon wirklich so lange. Und zwar habe ich da so eine Technik. Erstmal grob mit so einer dicken Brush. Und ich starte hier an der Stirn. Und dann gehe ich hier runter und contoure meine Cheekbones. Und dann blende ich das alles so ein bisschen aus, dass das halt, ja, einfach gut verblendet ist, alles ganz grob. Und dann gehe ich hier runter und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Das ziehe ich dann auch nochmal runter auf meinen Hals, damit der Übergang einfach gut da ist. Und als nächstes mache ich hier mit diesem dünneren Brush weiter. Ich gucke aber eben mal schnell, ob ich schon ein paar Fragen bekommen habe bei Instagram. Dann kann ich schon mal mit dem Q&A so ein bisschen starten. Okay, hier sind schon ein paar. Okay, nächstes Reiseziel. Leute, wir fahren nächste Woche nach Holland. Und treffen uns da mit Jared und Steffen, also André und ich. Und Jared und Steffen, wir haben uns ein Airbnb gebucht, weil wir zu einem Festival fahren. Also es ist keine Riesenreise oder so, aber wir fahren zum Awakenings Summer Festival. Wir wollten dieses Jahr unbedingt nochmal zusammen auf ein Festival und haben uns das jetzt letzte Woche ganz spontan noch gebucht. Also wir haben ein richtig schönes Airbnb einfach noch ganz in der Nähe da gefunden. Und wir werden dann Freitag anreisen, Samstag aufs Festival gehen und Sonntag wieder abreisen. Das ist unser nächstes Reiseziel. Und André und ich sind auch gerade noch am Überlegen, wo wir im Sommer hinfahren. We are thinking about maybe Italy oder so. I don't know. Mal gucken. I will keep you updated. Aber ich freue mich so, so sehr. Ich mache mal eben schon weiter. Also hier gehe ich jetzt nochmal richtig rein in dieses Contouring. So ein bisschen an den Stellen, wo es halt dunkler sein soll. Aber ja, ich freue mich so sehr auf nächstes Wochenende. Einfach Zeit zusammen zu verbringen, zu viert. Steffen und Juliette, die wohnen ja nicht in Mannheim, die wohnen ja in Bremen. Also wir sind immer voll weit voneinander entfernt. Und deswegen freue ich mich immer so sehr, wenn wir uns wiedersehen. Und vor allem, wenn wir sowas Cooles dann zusammen geplant haben. Wie strukturierst du deinen Trainingsplan mit dem Joggen? Sehr witzig, dass ihr das gerade fragt. Aber ich habe das diese Woche auch ein bisschen öfter gepostet, dass ich laufen gehe. Ich poste das sonst ja nicht so, wenn ich laufen gehe. Ich habe mir meinen Trainingsplan jetzt so aufgebaut, dass ich an meinen Oberkörpertagen morgens laufen gehe und Yoga mache. Und dann halt nachmittags, abends Oberkörper trainieren gehe im Gym. Und dann an meinen beiden Rest-Days, also Samstag, Sonntag, gehe ich einen Tag von beiden auch laufen und das wird dann ein längerer Run. Also in der Woche gehe ich so morgens 5 bis 7 Kilometer laufen und am Wochenende 10 Kilometer. Also genau, das ist gerade so mein,
mein Plan mit dem Joggen. Wie lange seid André und du schon zusammen? André und ich sind seit 2021 zusammen. Oh mein Gott, ist die Fliege gerade hier ins Bild geflogen. I hope not. André und ich sind also jetzt im... Ich muss kurz überlegen. Ja, im Oktober sind wir 3 Jahre zusammen. Ja, genau. Ja. Ist jetzt auch schon unser 3. Sommer hier tatsächlich. Ich bin 2022 hierher gezogen. Ja. Also ich nehme den Bronzer auch für mein Augenlid. Und ich konture damit jetzt auch meine Nase. Also ich gehe nach unten, atme nochmal aus. Und dann drücke ich den Pinsel so zusammen und fahre hier so an der Nase lang. Bis nach oben zur Augenbraue. Ich hoffe, man sieht. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Und das gleiche halt auch auf der anderen Seite. Ich weiß, sieht richtig komisch aus. Aber ich mache dann so. Weil dann geht meine Nase so hoch. Und da, wo dieser Knick ist, mache ich auch einmal. So. So ein bisschen für eine Stupsnase. Als nächstes. Blush. Focus. Ist auch von Catrice in der Farbe, oh hier ist eine Farbe, 050 Burgundy. Oh mein Gott, und Leute, ihr wart ja dabei, dass ich meine Nägel neu machen lassen habe, letztes Mal. Und ein paar Tage später ist mir mit der Nagel einfach ein Nagel einfach abgebrochen. Im Schlaf. Also ich bin nachts aufgewacht und dann war der abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, was ich im Schlaf gemacht habe. Mit dieser Bürste, mit diesem Pinsel, oh mein Gott. Also ich gehe immer erst hier rein und dann mache ich das hier so ein bisschen ab, dass es nicht zu doll ist. Ich finde die halt richtig toll so zum Blush auftragen, weil die so sich der Wange anpasst. Und dann trage ich den Blush so schräg hoch auf. Zack. Und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und dann gebe ich noch einen auf die Nase so ein bisschen, die Nasenspitze. Und auch hier so ein bisschen auf die Stirn, dass man so ein bisschen sun-kissed aussieht. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast mit Social Media? Leute, also, muss man eben kurz mich so ein bisschen zurückversetzen, weil ich habe da einen Gedanken, also einen Moment im Kopf, als ich mein Studium angefangen habe und nebenbei halt noch zwei andere Jobs hatte, um dieses Studium zu finanzieren und um mein Leben zu finanzieren. Also es hat nicht lange gedauert, nachdem ich das Studium angefangen habe, also wirklich, es waren so in den ersten 1-2 Monaten, habe ich gemerkt, ich will das nicht hauptberuflich machen irgendwann, ich möchte in dem Beruf nicht später arbeiten und auch dieses Angestelltenverhältnis. Ich hatte schon so viele Jobs, so viele verschiedene Jobs in verschiedensten Bereichen und mir hat es nie so gut gefallen, dass ich gesagt habe, boah, das will ich mein Leben lang, so will ich mein Leben lang leben, weil mir das erstens nicht gefallen hat, dass ich immer irgendwo hinfahren musste, zu einer bestimmten Zeit da sein musste, so viele Sachen machen musste, für jemand anderen, also du arbeitest ja für jemand anderen, du hilfst jemand anderem dabei, seinen Traum zu verwirklichen. In dem Sinne. Und ich hatte schon immer für mich selber viele Träume und Ziele und so Vorstellungen. Und für mich war das halt super schlimm, so viel Zeit jemand anderem zu schenken oder mit etwas zu verbringen, was mich in meinen Zielen und Träumen nicht weiterbringt. Und es hat mich immer so frustriert, weil sich das für mich immer wie Zeitverschwendung angefühlt hat. Obwohl ich natürlich auch super dankbar war, dass ich diese Jobs hatte, weil ich musste ja auch irgendwie leben. Es kommt natürlich auch nicht immer alles von heute auf morgen. Deswegen hat man da natürlich auch irgendwann gelernt, Geduld zu haben und all diese Sachen, man muss sich ja auch erstmal selber was aufbauen, damit man dann die Möglichkeit hat,
irgendwann für sich selbst zu arbeiten. Ich habe halt in Social Media so viel Potenzial gesehen für mich, für das, was ich vorhabe, wie ich mein Leben leben möchte. Und ich habe andere Leute gesehen, also meine, könnte ich eigentlich schon sagen, schon so wie Vorbilder waren das, die mich inspiriert haben, in diese Richtung zu gehen, weil ich halt gedacht habe, die machen das, warum nicht, warum kann ich das nicht auch schaffen, mir so ein Leben zu kreieren, in dem ich für mich selber arbeiten kann. Und ich hatte halt damals diesen einen Moment, in dem ich nach Hause gefahren bin von meinem einen Job. Und ich weiß noch ganz, ich habe das im Kopf, wie ich aus der Bahn gestiegen bin und auf einmal mir so gesagt habe, so, nein, ich will das nicht. Ich will nicht für immer angestellt sein. Ich möchte für mich selber arbeiten, ich möchte mir was Eigenes aufbauen und meine Zeit in die Verwirklichung meiner Träume stecken. Und seitdem ist das so tief in mir verankert, dass ich das möchte. Ich habe dann angefangen, so Pläne zu schreiben und mich, also wie ich das schaffen kann, und habe mich mit ganz vielen Sachen beschäftigt und auch mit Mindset ganz viel. Ich habe ganz viele Podcasts gehört, YouTube-Videos geschaut. Und ich habe dann, das war glaube ich 2019, hatte ich schon angefangen, ein bisschen was zu posten. Also auch so diese Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und dann 2020, als Corona kam, habe ich dann Homeworkouts gepostet. Auf IGTV war das damals noch. Und da habe ich dann ja meine ersten 10.000 Follower gehabt irgendwann. Und ja, so habe ich angefangen mit Social Media. Ich kann euch das ja vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß auch schon gerade schon wieder so viel, was ich erzählt habe. Oh mein Gott, ich muss mal weitermachen mit meinem Make-up. Aber ja, vielleicht kann ich das irgendwann nochmal mehr dazu erzählen. Wir sind auch eigentlich schon fast fertig mit meinem Make-up tatsächlich. Also, Augenbrauen. Ich nehme immer ein durchsichtiges Augenbrauengel. Das ist das, was ich seit Jahren benutze. Das ist das von Essence. Ich habe jetzt aber auch vor einer Woche mir das hier gekauft. Got to be Kleber for Brows and Edges. Ich kann euch ja mal eben kurz, weil ich habe den ja schon getestet, den werde ich immer lieben. Also damit bringst du die Brows halt so richtig schön in place. Ist nicht, also für mich reicht das am Tag, weil bei mir halten die Augenbrauen tatsächlich auch den ganzen Tag mit diesem Gel. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele das nicht so gern mögen, weil der das halt nicht so klebrig ist. Aber das mag ich halt daran, weil es halt sehr natürlich auch aussieht. Der ist auf jeden Fall fester. Bei dem muss man aufpassen, dass man es nicht so doll reindrückt, dass man das auf der Haut hat, weil sonst merkt man das den ganzen Tag an der Haut, dass wenn man so macht, ne? Voll nervig, also das mag ich nicht so gerne. Und ich mag die Bürste auch nicht so gerne für die Augenbrauen. Die ist nämlich so ein bisschen rund und ich finde, damit kann man die nicht so ganz gut so bauen. Aber wenn man das so sachte aufträgt, mag ich den tatsächlich auch. Ich mag beide sehr gerne. Kostet auch nicht so viel. Ups. Die Bürste ist halt so. Ich fange hier in der Mitte an und bürste die so ein bisschen nach oben. Also hier am Anfang der Augenbraue bürste ich die Haare so ein bisschen nach oben. Und dann ziehe ich die so zur Seite und kämme die so, also schräg nach oben. Und dann bürste ich hier die Ränder auch hoch. Und dann streiche ich einmal so nach unten. Also ich mag das tatsächlich nicht so gerne. Das ist ja momentan irgendwie voll der Trend, dass man die Augenbrauen so krass nach oben bürstet. Ich mag das bei mir nicht so gerne. Deswegen versuche ich das einfach immer so ein bisschen, dass die einfach ein bisschen in place sind. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass die nicht so wie hier so nach unten gucken, sondern dass die einfach ganz leicht in place sind. Zack. Hast du dir schon mal überlegt, ein Rezeptbuch für Gym Girlies zu veröffentlichen? Oh mein Gott, Leute. Natürlich.
Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Aber als erstes wird noch etwas anderes kommen. Ich warte auch meistens immer noch ein bisschen, bis das so getrocknet ist, weil dann kann man die noch besser in place bringen. Das hier sind jetzt die Augenbrauen mit dem. Ich mache das jetzt, glaube ich, einfach mal. Einfach, um das noch mal ein bisschen zu fest. Sehen wir den Unterschied? I don't know. Naja. Leute, es ist so lecker, das Green Tea Honey. Ihr müsst das einfach mal probieren. Delicious. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr mal Bock hättet auf ein Q&A mit André und oder auch mit Juliette. Obwohl, mit Juliette mache ich es auf jeden Fall. Eigentlich wollten wir es schon in Kroatien machen, aber wir haben es leider zeitlich irgendwie nicht mehr geschafft. Aber das kommt auf jeden Fall noch irgendwann bald. Vorletzter Step von meiner Make-up-Routine ist natürlich hier meine Wimpern-Cam. Also da können natürlich nicht alle mit relayen, aber wenn man Wimpern-Extensions hat, also ich habe ja die 1:1-Technik, wie heißt es nochmal? Doll Curl, nee, Doll Eye Effect. Nur für die, die sich fragen, was für eine Technik ich habe. 1:1 Doll Eye Effect, glaube ich. Ich hoffe, es heißt so. Oh, Leute, übrigens, ich hatte doch im letzten Vlog, hatte ich euch doch erzählt, als André und ich im Auto waren, dass wir gerade einen Podcast gehört haben, wo die gesagt haben, dass es, das war, glaube ich, Modern Wisdom, haben wir gehört, da haben die gerade darüber geredet, dass es wohl so 9 Tage dauert, um die Koffeinresistenz wieder zurückzusetzen. Und ich habe ja in letzter Zeit wirklich, ich habe so viel Koffein getrunken, so viel Kaffee oder Matcha, Energy Drinks und so. Und ich hatte irgendwie so im Gefühl, dass ich unbedingt meine Pause machen muss, weil ich ja auch so schlecht geschlafen habe die letzte Zeit über und auch nicht einschlafen konnte immer. Und was ja auch irgendwie kein Wunder war, weil ich teilweise morgens einen Kaffee getrunken habe oder einen Matcha, dann sind wir zu Starbucks gefahren, haben noch was geholt und dann noch irgendwie eine Coke Zero oder so. Und ich mache jetzt gerade seit Montag eine Pause mit Koffein. Also ich trinke seit Montag gerade gar kein Koffein mehr und will das jetzt einfach mal testen, die 9 Tage. Und mir geht's super. Also ich habe das auch nicht also vermisst tatsächlich. Ich glaube, dass diese Bewegung, die ich gerade immer morgens direkt bekomme, also ich bin diese Woche immer um 6 aufgestanden und bin direkt ja entweder ins Gym oder laufen gegangen oder halt meinen Morning Walk. Also man muss nicht unbedingt direkt ins Gym oder joggen gehen. Man kann auch einfach einen Spaziergang machen morgens direkt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich das schon richtig energized hat. Ja, und ich möchte jetzt, wenn diese 9 Tage vorbei sind, künftig darauf achten, dass dass ich nur noch bis spätestens so 11 oder 12 Uhr, ich glaube 12 Uhr spätestens Koffein trinke und danach nicht mehr. Also wirklich nur morgens, wenn ich möchte, wenn ich irgendwie das Bedürfnis dazu habe. Weil es ist natürlich auch eine Routine, ne? Also man macht es ja eigentlich auch nur einfach, weil das so eine nice Routine irgendwie ist. Ich weiß nicht, das ist so, ah ja, we're getting a coffee. Ich mache mir jetzt einen Kaffee oder ich mache mir einen Matcha. Es ist einfach so eine richtig schöne Routine irgendwie und die möchte ich mir eigentlich echt gerne beibehalten. Gerade so für den Workflow, auch wenn man was arbeiten möchte, ist es irgendwie, bringt einen das schon manchmal so mehr in den Flow. Aber ich möchte es halt wie gesagt nicht so übertreiben. Und man soll wohl, glaube ich, 10 bis 12 Stunden, bevor man schlafen geht, kein Koffein irgendwie mehr konsumieren. Habe ich jetzt auch gehört. Keine Ahnung, ich werde es mal testen. Das ist ja auch bei jedem, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Typen. Die einen bauen Koffein richtig schnell wieder ab, die anderen eher langsamer. Ich bin eine, die das sehr eher langsam abbaut wieder. Deswegen, ja, mal gucken. I will keep you updated. Aber das wollte ich euch mal eben kurz erzählen, weil, ja, das fand ich irgendwie cool, dass ich das jetzt einfach mal getestet habe. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart. Die Lippen. Lips. Und für die Lippen, also Leute, ich habe ja gesagt, Make-up ist nicht so meins, aber ich bin mir ganz sicher, Lippen kann ich.
und ich liebe das auch. Und da habe ich drei Produkte, die ich immer in meiner Tasche habe. Ich habe die immer dabei. Ich starte meine Lip Routine immer mit dem Bliss-Tex hier. Der schmeckt so ein bisschen nach Minze. Und dann mache ich ordentlich was auf die Lippen. Und tupf das hier so einmal ran. Dass die auch schön hydrated sind. Ich komme ein bisschen näher ran hier zu euch. So, dass die schön hydrated sind. Lip Liner, das ist der von Manhattan. Long Lasting Lip Liner. Lasting Perfection. Ups, sieht man das? In der Farbe 59Y. Love Rosy heißt die Farbe. Das ist meine Lip Liner Farbe. Und zwar starte ich hier und gehe in der Mitte nach außen. Und das Coole ist jetzt nämlich, durch dieses Lip Balm wird das nicht so crusty dusty, wenn man den Lip Liner aufträgt, weil wenn man das nicht macht, wird das richtig eklig und das verteilt sich nicht so gut und so. Deswegen immer Lip Balm auftragen vorher, bevor man Lip Liner benutzt. Und ich male auch ein bisschen auf die Lippen hoch. Das ist natürlich jede Lippenform auch anders. Ich fange hier oben an dieser Spitze. Mal hier so rein, zack. Und hier auch. Also von außen nach innen. Und dann gehe ich von hier nach unten. Dann male ich die Lippen auch noch ein bisschen aus. Mach einmal so. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Und zwar nehme ich dann einen Lippenstift. Leute, ich habe den schon so lange. Ich glaube, ich habe den mir als Teenager gekauft mit 15, 16 oder so. Oder vielleicht war ich sogar 14. Weil ich das so cool fand damals bei Tumblr. Da gab es so viele so Make-up-Bilder, also so Aesthetic-Bilder von diesen MAC-Lippenstiften und dann halt auch so Yves Saint Laurent. Und ich wollte unbedingt so einen haben. Ich weiß auch leider nicht, welche Farbe das ist, weil man sieht hier einfach, also der ist schon so alt, man sieht hier nichts mehr. Der ist, ist auch noch so wenig drin, also ist fast leer. Aber ich mag den super gerne, weil der macht das irgendwie so frisch. Und zwar tippe ich hier einmal so drauf und dann tue ich das, auch die Lippen. Fertig! Das ist mein Everyday Make-up Look. Schreibt mir gerne, wie gesagt, nochmal in die Kommentare, ob euch so Sit-Down-Videos auch gefallen oder wenn ihr dafür auch noch Video-Ideen habt für so Sit-Down-Videos, weil irgendwie finde ich es immer voll chillig, mit euch hier so zu sitzen und zu quatschen. Das hat mir auch bei meinem allerersten YouTube-Video schon super gut gefallen. So, hier nochmal das Close-Up. Ja, ist halt ein super natürlicher Look. Aber ich liebe den, weil man halt auch, ja, es sieht halt einfach so natürlich aus und glowy. Natürlich und glowy. Also mir ist es super wichtig, dass man so fresh und clean, dass es so, ja, glowy einfach aussieht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auch sehr offen für Empfehlungen, Leute, mal wieder. Also gerade bei so Make-up-Sachen. Schreibt mir gerne eure Empfehlungen in die Kommentare. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja. Schreibt mir, wie gesagt, gerne immer in die Kommentare, ob ihr Videowünsche habt, Themenwünsche. Und ja, bis dann, Leute. Tschüssi.